Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator. Heute werden wir uns mal hier um diese kleine Wand kümmern. Hallo? Irgendwie wollte er gerade nicht. Die Wand werden wir natürlich gleich wieder aufbauen. Ja, das war ein bisschen zu schnell. So. So. Raus damit. So. Oh, hier ist auch noch... Ah, hier ist noch so ein... Ach, die bricht mittlerweile in Stückchen ab. Ach, cool. So, und dann wollen wir die Wand nämlich hier wieder reinsetzen, aber so. Ich wollte sie zuerst in die andere Richtung versetzen, also das Schlafzimmer einen Ticken breiter machen. Das geht aber nicht, weil in der Küche ein Fenster ist, was das nicht zulässt. Ne, das Problem hier, dass wir die Wand nicht in die andere Richtung versetzen konnten, ist einfach... Hätten sogar die Schlafzimmertür ein Stückchen raussetzen können. Egal. Ist einfach die Tatsache, dass hier das Fenster dann gleich ist. Und Fenster kann man nicht umsetzen. Schade eigentlich. Was wollte ich denn jetzt? Wo wollte ich denn jetzt hin? Ins Schlafzimmer? Nee, ich wollte in die Küche. Ich wollte die riesen Wohnküche streichen. Dafür brauchen wir nämlich definitiv erstmal Bodenfliesen. Bei die ganze Küche? Nee, da wo die Küchenzeile hinkommt. Wir machen den Boden zum Schluss. Ich würde gerne erst die Wandfliesen nehmen. Und zwar würde ich diesmal so eine freundliche Wandfliese nehmen. Hier, orange. Diesmal machen wir die Küche orange. Da kaufe ich auch gleich mal drei sogar vielleicht davon. So. Und dann würde ich nämlich die Küchenzeile, würde ich jetzt theoretisch hier so ungefähr unter dem Fenster und würde sie dann bis, ja, vielleicht hier sogar ums Eck setzen. Dass wir eine richtig schöne Küchenzeile haben mit so einem großen Kühlschrank. Und dass wir dann hier hinten die Sitzecke haben, vielleicht noch so ein bisschen Staumöglichkeiten. Das heißt, wir werden jetzt anfangen und werden von hier... Erstmal die Wandfliesen. So. Ich muss auch nochmal gucken. Ich glaube, die Innenleben der Fenster, nee, die sind, siehst du, die sind hier gar nicht gestrichen. Da müssen wir nochmal weiße Farbe kaufen. Machen wir gleich mal nach den Fliesen. Und streichen die Fenster von innen wieder weiß. So. Hier sind auch keine Steckdosen kaputt. Hier fehlt nur eine Heizung, aber das ist nicht so schlimm. Soll mal überlegen, wie ich den Rest des Raumes streiche. Gucken wir gerne mal auch die Farben durch. Ah, könnte sogar sein, dass das zu wenig Fliesen sind. So. Ich könnte natürlich hier, wo die Küchenzeile ist, könnte man natürlich auch streichen. Fliesen, die Fenster, meine ich. Aber, ich weiß nicht. Ja, wobei, ist eine Frage. Ist tatsächlich eine Frage, streichen oder nicht streichen? Fliesen oder nicht fliesen? Streichen oder nicht streichen? Ja, streichen wollte ich auf jeden Fall, aber fliesen, Also die hier werden wir auf jeden Fall weiß streichen, die beiden. Aber bei den beiden... Erstmal machen wir jetzt hier noch ein bisschen Fliesen weiter. Ungefähr bis... Ja, bis wohin machen wir ein Fliesen?
Aber wir machen die Fliesen, die wir da jetzt haben, vielleicht, na, vielleicht nicht unbedingt leer, aber. So. Oder vielleicht doch leer? Ja, komm, die machen wir leer. So. Zack. Da kommt auf jeden Fall dann schon mal die Küche hin. Da, vielleicht kriegen wir hier sogar so eine kleine Insel hin, wo man dann dran sitzen kann. Von der Seite noch. Und dann hat man hier noch so einen Tisch. Das klingt eigentlich gar nicht mal so blöde. Theoretisch könnte man sogar die Tür nach hinten versetzen. Aber die Tür versetzen? Sprich. Ja, wir versetzen das. Doch, wir versetzen das. Da haben wir sogar noch ein bisschen Platz im Wohnzimmer. Dann haben wir da nicht so viele schiefe Ebenen und alles im Wohnzimmer. So, jetzt müssen wir hier mit Sturz arbeiten. So. So. Und da haben wir unseren. Nein, erstmal das. Nee, Moment, können wir die Tür einfach. Nee, können wir nicht, ne? Hm. Welche Tür ist denn das? Tür, Tür, Tür. Das, die ist das, ne? Ja, die ist das. Und die soll. Ne, die muss in die andere Richtung. Lass die mal so rum aufgehen. Ach so. Oh, da. ja, man sollte die dann natürlich auch an die richtige der beiden. Nee, dann ist so rum tatsächlich richtig. Ja, genau. Hätten wir sie sogar noch rübersetzen können, ne? Dass die. Ja, wir setzen die rüber. Das ist jetzt. Wo ist mein Hammer? Da. So, dann muss. Das hier weg. Tragende Wände dürften hier eigentlich nicht beeinträchtigt werden, weil wir haben ja quasi dahinter noch jetzt eine neue tragende Wand. Also von daher einstürzen dürfte hier eigentlich nichts, obwohl das geht, soll ja theoretisch in dem Spiel auch gehen. Da schwebt noch ein Lichtschalter. So. Zack. Komm. Weg damit. Und das Stückchen hier auf jeden Fall auch. So, jetzt brauchen wir da oben noch ein Stück Sturz. Und brauchen theoretisch. Achso, dafür müssen wir jedes Mal. So. Fällt das da noch raus? Will das da noch raus? Ja. So, wo ist denn jetzt. Ah! Schnelleres Abreißen. Bessere Profi-Handlung, Leistung gesteigert. Bessere Hammer. Immer wichtig. Erstmal auf den Hammer gehen. So. Na, jetzt können wir nämlich die Tür hier hinsetzen. Jetzt geht die nach innen an die Wand auf. Das ist doch. Ja, das ist deutlich besser. Geht auch nicht ganz an die Wand. Dafür hätten wir noch einen rüber gemusst. Nee, das ist gut so. So kommt das nicht so nah an die.
an die Schlafzimmertür. Oder? Das lassen wir so. Und die Tür lassen wir auch so. Jetzt haben wir das nämlich hier schön gleich. Was ist das denn da? Drücken, um wegzuwerfen, okay. So, wie sieht denn jetzt eigentlich der Hammer aus? Hey, Profi-Hammer. Hoi. Das ist der letzte da. Habe ich jetzt schon weggemacht. Farbe. Einmal brauche ich weiß, um das Ganze in den Fenstern weiß zu streichen. Dann brauche ich schwarz nicht. Wir haben jetzt orange. Könnten die Küche Kakao machen? Ja, wir machen die Küche Kakao. Gucken wir mal kurz. Nehmen wir mal hier auf und machen mal. Das passt. Und dann kommen da helle Möbel rein. Kommt da eine weiße Küchenzeile. Vielleicht mit einer dunklen Arbeitsplatte. Und Tisch und Stühle dann auch dunkel. Hell. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Neue Fähigkeit. Schon wieder. Ui, streichen um 75% schneller. Machen wir erstmal das. Also von den Fähigkeitspunkten her haben wir jetzt bald aber schon. Haben wir jetzt bald aber schon alle fertig. Zumindest bei den Fähigkeiten, die wir ständig benutzen, ne? Also so Malern und sowas. So, die anderen Fähigkeiten, da müssen wir halt noch sehen, dass wir da ein bisschen daran arbeiten. So. Ist noch hier oben. So. Und mit weiß. Gehen wir jetzt auf jeden Fall hier durch die Fenster. Oh, hier haben wir schon weiß. Okay. Ja, das machen wir aber hier auch. Da fließen wir nicht, das streichen wir. Ja. Gerade dazu entschieden. Gerade mir angeschaut und für gut befunden. So, zack. Gefällt mir. Also gefällt mir richtig gut. Die weiße Farbe verkaufen wir natürlich nicht. Die nehmen wir mit rüber, um damit dann auch die Fenster zu streichen. Das werde ich gleich auch machen. Also nach der Folge werde ich dann eben kurz die Fenster streichen. Dann haben wir das nämlich auch schon erledigt. Jetzt möchte ich erstmal den Heizkörper schon mal kaufen. Den Heizkörper. Hier hätte man theoretisch auch sich überlegen können, einen größeren Heizkörper einzubauen, aber ich denke mal, der kleine passt schon. Das geht. Ah, das Fenster ist dadurch, ja, okay. Gut, wir hätten diese Küchenwand hätten wir natürlich nur einen rübersetzen können, dann wäre das Fenster nicht so im Eck gewesen. Egal. Lichtschalter brauchen wir noch. Hä? Und zwar kommt der hier hin. Und die Bodenfliesen. Braun? Wir könnten grün. Ja, dann können wir gleich die. Das geht. Machen wir die ganze Küche. So, liebe Lüt. Das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut
sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, und sag bis zum nächsten Mal.